Dr. Marc Schnöring bei einer Wirbelsäulen-OP im Elbland-Klinikum Radebeul. Der Chefarzt und Leiter des Elbland-Zentrums für Rückenschmerz- und Wirbelsäulenerkrankungen beschreibt das Konzept des Zentrums. Wir sind eine fachübergreifende Abteilung, wo Orthopäden, Unfallchirurgen, Neurochirurgen zusammenarbeiten mit Schmerztherapeuten oder einem Neurochirurgen, der auch die Zusatzbezeichnung spezielle Schmerztherapie hat, und wir natürlich mit der drumherum wichtigen Infrastruktur, Physiotherapie, die darauf spezialisiert sind, machen den ganzen Tag nichts anderes als Patienten mit Wirbelsäulenerkrankungen und Beschwerden zu behandeln. Und das ist schon was Spezielles und auch in einem Krankenhaus dieser Größe nicht Übliches, was jetzt auch zertifiziert worden ist von der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft, sind wir als sogenannte Einrichtung der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft anerkannt worden, und da wird eben genau darauf geguckt, sind die Leute spezialisiert und behandeln sie gemäß der Leitlinien der gängigen qualifiziert spezielle Wirbelsäulenerkrankungen, und das tun wir. Und deshalb, da wir das über die drei Elbland-Kliniken immer weiter ausbauen und die zusammenschmelzen sozusagen, können wir das in der Region auf einem, denke ich, super Niveau anbieten. Die Arbeit der Mediziner findet an allen Standorten der Elbland-Kliniken statt. Zusammengeführt werden die Fälle in Radebeul. Ein großer Vorteil der Gesundheitsversorgung im Landkreis Meißen. Wir sind super im Stoff, gerade weil wir nichts anderes machen. Also wir operieren ausschließlich in Wirbelsäulen und wir behandeln konservativ ausschließlich Wirbelsäulenpatienten bei uns in der Abteilung. Und dadurch sind wir natürlich auf einem hohen Trainingsniveau. Das ist auch das eines der Ziele, die Elbland-Kliniken haben mit dieser Verschmelzung, dass wenige Leute, wenige Subspezialisten sich genau um diese Fälle kümmern und wir nicht sozusagen die Fälle verteilen auf möglichst viele Ärzte, weil die auch Lust haben, mal diese und jene Erkrankung zu behandeln, sondern es sollen, natürlich sind wir dadurch ein Stück weit auch Fachidioten, aber das ist eigentlich genau das Konzept dahinter, eine hohe Schlagzahl pro Behandler und pro Entscheider zu erreichen. Deshalb gehen die Entscheider, also die leitenden Oberärzte, sitzen in den verschiedenen Krankenhäusern zusammen. Teleradiologisch können wir uns zuschalten, können uns zum Beispiel Bilder anschauen und besprechen mit dem Patienten, der dort mit dem Patienten, mit dem Kollegen, der mit dem Patienten vor Ort befasst ist, uns die Symptome schildern lassen und Rückfragen stellen und dann die Bilder beurteilen. Und das geht innerhalb der Elbland-Kliniken alles über uns. Wenn es Wirbelsäule ist, werden wir angesprochen, wenn der Ambulanzdienst in der Notaufnahme der Meinung ist, das ist jetzt was, wo er Fachexpertise braucht. Und das gilt für alle drei Häuser. Die Zahl der Wirbelsäulenerkrankungen steigt weiter an. Dr. Marc Schnöring weiß, woran es liegt und kennt die Gründe. Die Tendenz ist steigend. Das liegt aber nicht daran, wie gerne von mancher Seite so in den Raum gestellt wird, weil wir immer mehr und immer unsinniger operieren würden, was wir nicht tun. Ganz im Gegenteil, wir versuchen wirklich, das so gut wie es geht zu begrenzen auf die, wo es sinnvoll und notwendig ist, auf diese Patienten, und die Gruppe nimmt zu. Und das hat ganz einfach mit der Demografie zu tun. Die Patienten werden älter und kränker. Und auf der anderen Seite nimmt auch der Anspruch oft zu, dass die Oma mit 75 nicht mehr wie früher im Schaukelstuhl sitzen will und strickt. Und sie saß vielleicht im Schaukelstuhl, weil sie einfach nicht mehr gescheit laufen konnte. Und wir Patienten haben, die eben sagen, nach 500 Meter Gehstrecke komme ich nicht mehr weiter, weil mir dann die Beine oder der Rücken so wehtun. Und die suchen Abhilfe, und da kann man ja schlecht sagen, früher ging es auch mit weniger als 500 Meter Gehstrecke, weil die möchten teilhaben und das geht da nicht mehr. Und, oder das ist so eine Grenze, wo wir festgestellt haben, 500 Meter am Stück, wenn das die Patienten nicht mehr schaffen, dann merken sie, da kommen sie im Alltag nicht mehr klar. Dann können sie nicht mehr in die Stadt gehen, dann kommen sie nicht mehr bis zur nächsten Bushaltestelle, ohne stehen bleiben zu müssen. Und das wollen die Patienten auch nicht akzeptieren. Und
Insofern haben steigende OP-Zahlen schon auch was mit unserem Anspruch an uns oder unsere Lebensqualität zu tun. Sich selbst fit halten ist die beste Form, Wirbelsäulenerkrankungen vorzubeugen. Davon ist auch Dr. Marc Schnöring überzeugt. Die Elbland-Kliniken stehen mit Elbland-Zentrum für Rückenschmerz- und Wirbelsäulenerkrankungen für Patienten mit Beschwerden rund um die Uhr zur Verfügung.